Hallöchen, meine YouTuber und YouTube-Watcher. Falls ihr mich auf Twitter verfolgt, also nur wenn ihr wollt, natürlich, dann habt ihr sicher auch das am Samstag mitbekommen. Kurz gesagt, es werden für eine unbestimmte Zeit keine Streams kommen und deswegen auch keine Highlights. Aber zum Glück habe ich vorgesorgt und vor ein paar Wochen mit ein paar anderen Freunden Garry's Mod gespielt. Also, viel Spaß zur ersten Folge von Romance Gmod oder kurz R-Mod. Wo kann ich jetzt hier in-game reden? X. Ah. Halten. Wo ist denn die Basis? Was seid ihr? Mitkommen. Was seid ihr hier eigentlich? Nochmal. Weil... Oh, Techniker. Ja, du musst halt dafür entsprechend die Ausbildung machen, aber dazu brauchst du halt den Kommandanten der jeweiligen Einheiten. Du kannst entweder US-Rekrut werden oder Milizrekrut, je nachdem, welche Seite du da angehören willst. Ach, ich werde durchlaufen. Lol. Ah. Warte mal ganz kurz. Ja, wir müssen noch kurz warten, der ist gerade geistig abwesend. Ich bin gerade gestorben. Wieso? Achso, man stirbt immer, wenn man einen Job wechselt. Ah. Okay. Da. Hallo? Bin hier. Hi. Man versteht dich kaum. Ich zieh mich mal kurz um. Stell das mal bitte da, stell das mal. Okay. Linie auf. Ja, also ich bin da. Oh, man hört alles doppelt, das ist schön. Und ich bin euer Ausbilder. Ich mache eine Ausbildung mit euch, erkläre alles, euch alles. Und nach der Ausbildung habt ihr den Rang Private und könnt euch hocharbeiten bis zum Colonel. Und zwischen dem Colonel und dem Brigadegeneral gibt es den Vize-Commander und den Commander. Das ist Sicherheitslevel 4, also da 1 ist das, 2 ist das, 3 ist das, 4 wären Vize und Commander, 5 ist Sicherheitslevel, das. Gut, dann würdest du erstmal sagen, machen wir vernünftige... Nein, Sekunde, das ist falsch. Das ist das Richtige. Einmal bitte einen richtigen Vor- und Nachnamen auswählen. Denkt euch einfach irgendeinen coolen Namen aus. Beziehungsweise musst du machen, glaube ich sogar. Ding, ich schicke euch mal einen Link rein, wo es für 8 Euro oder so Battlefield 4 gibt. Könnt ihr euch mal angucken. Gerade kurz gelesen, Jonathan Franks. Ich weiß nicht wie. Was ist los? Nee, das geht nicht. Ich brauche einen. Welche Serie? Tut mir leid, hab's gerade ein bisschen über. Die Serie X-Factor. Und Naval Strike auf für 94. Ja, hab ich mal gehört. Ich glaube, ich hier werde. Da heißt einer Jonathan Frank, so, keine Ahnung. Besser? Gut. Eure Ausrüstung könnt ihr nehmen unter F4, unter Jobs und dann Infanterist. Wie ist das ja, eigentlich zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Pilot werden möchte? Achso, okay, genau. Du kannst an Trials teilnehmen, alle 5 Tage kannst du dein Regiment wechseln, du kannst auch desertieren von hier zum anderen Fraktion mit dem gleichen Charakter. Das solltest du nicht so oft machen, das so wenig wie möglich, nicht Waffe weg. Und wie gesagt, alle 5 Tage dein Regiment wechseln, du kannst an Tryouts teilnehmen, die dann veranstaltet werden. Und wenn man zum Beispiel Pilot werden möchte, muss man zum Kommandanten gehen. Sind Sie der Ausbilder für die Tank Crew?
Wie soll man eigentlich Waffen und sowas auswählen? Ah, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Das war unabsichtlich. Ey, nicht schießen. Ja, ja, Entschuldigung. Weiß nicht überhaupt. Ja, ich höre dich. Das war unabsichtlich, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, es gab ein kleines Problem. Ja, weißt du, wie man hier rauskommt? Oder ehrlich, eher gesagt, weißt du, wie ich jetzt hier noch die ganzen Bugs wegmachen kann? Jungs, Waffen gibt's hier vorne. Okay. Hier rechts könnt ihr euch dann für 150 die Waffe holen, da habt ihr auch direkt alle Aufsätze und hier ist dann Munition. Wie kann ich jetzt die Waffe ausrüsten? Ich hab's zwar gekauft. Auf 4 ist die. Also wenn du 4 drückst, dann kannst du da die Waffe auswählen. Ja gut, hab's gesehen. Danke. Okay, dann könnt ihr hier Munition holen und direkt ja drüben in der Baracke ist ja ein Ding. Schrank, dann können wir zum Beispiel da unsere Skins ändern. Und wenn ihr C drückt, könnt ihr eure Waffe auf eure Waffe Aufsatz drauf machen. Es sind 2 Panzer vor der Tür, also wenn ihr euch beeilt, dann wäre gut. Hast du eine Waffe? Ja, also ich habe eine. Wie gesagt, mit C kannst du die... Hast du genug Munition? Angriff auf die US. Okay. Okay, ja, hab. Wir werden angegriffen. Also gut, du hast genug Munition. Das heißt, also mit C kannst du deine Ausrüstung, also kannst du Aufsätze auf die Waffen machen, wir werden angegriffen. Das heißt, wir müssen nicht los. Wie kann ich... mit ER. Mehrfach drücken, hintereinander gleichzeitig. Aber momentan brauchst du eine endsicherte Waffe. Oh shit! Das Ding hat ein MG oben drauf, also aufpassen. Wie kann man die jetzt zerstören? Wir müssen schauen, dass die irgendwie aussteigen, dass wir die Fahrer killen können. Okay, die haben das Tor geöffnet, wir müssen hier weg. Ja, 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 help me! Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Arsch. Fuck me! Ah. Die Miliz zieht sich nach einer gescheiterten Angriff zurück. Das ist einfach nur Glück.
So, warte mal. Self-Hands, Nee, geht nicht, da kann man nur normale Munition kaufen. Ammo. Ja, ich guck mal ganz kurz, warte. Ey, lass mal alle diese Stadtuniform anziehen. Okay. Jetzt sind wir werbermäßig ausgerüstet. Das ganz kurz OOC, alles klar? Finger weg! Das ist Minecraft Clash, jeder gegen jeden. Kampf ums Überleben, es kann nur ein... Was zum Henker? Minecraft Clash. Was zum Henker ist das für ein Scheiß? Wir sind mit dabei und für... Von allen Scheißen ist das das mehr... Das wirklich dämlichste. Warum höre ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt darüber denken soll. Außer... The fuck. Also wenn du das nicht hörst, du musst echt gleich. Das die zweite. Einfach auf Abonnieren klicken. Was hast du gesagt? Wieso musst du jedes Mal auf meinen Panzer springen? Warum denn nicht? Da hat er einen guten Punkt. Entschuldigung, komm noch im Private, komm kurz bitte mit. Okay. Da. Was? Drück da mal eh drauf. Warum hasse ich es jetzt schon? Okay. Siehst du das? Ja. Star Wars. Wie kann man den Channel hier wechseln? Was ist? Wie kann man den das Video ändern? Nein, das ist nicht. Wenn's fertig wird. Also wenn's zu Ende ist. Das dauert 2 Stunden. Nope. Das war schon 6 Minuten. Nope. Ich höre gerade irgendwelche Musik. Ja, ich auch. Ich glaube, das ist der Media Player. Also der Fernseher, Entschuldigung. Ein Marsch wie der Deutschen. Der falschen Bürger. Kann mich irgendjemand jetzt erschießen? Hä? Tüttel könnt ihr mich nicht. Guck die hier schon wieder für eine Scheiße. Hier. Propaganda vom Feinsten aus Deutschland. Ey, Alter. Ich weiß, dass du Song ist. Ey, Leute, das ist doch erst Weltkrieg. Na komm mit. Jo. Was darf denn da laufen? Auf jeden Fall nicht Erika. Schau, wir wollen schon Monika haben. Ja, außerdem, mir gefällt nicht Erika. Mir fehlt ernsthaft. Ein kleines Blümelein. Swift, oder? Das dürfen wir ja machen. Das heißt. Erika, was ist daran so schlimm? Keine Ahnung. Ich mochte Monika besser. Hey, hört euch mal das Lied noch an. Nein.
Kostet das? Okay, okay, das ist gut, das ist gut. Wow! Aussteige, Fallschirmspringen habe ich gehört. Was passiert hier? Ich lebe! Ich lebe! Hallo? Hallo? Das ist merkwürdig. Hallo? Man. How the fuck is this even possible? Hallo? Da bist du ja. Ja. Willst du einen Gnadenschuss oder sollen wir dich zur Basis zurückbringen? Basis lieber. Also ich bin für Gnadenschuss. Wer wartet ihr? Ich auch. Na, fuck me. Warum rennst du weg? Roman, wir wollen zur Basis. Hallo? Okay. Nur zur Basis. I fucking knew it! I fucking knew it! Thanks for watching. If you enjoyed the video, give it a like and show it to your friends. You can also subscribe and don't forget to click on the bell so you never miss a video. Until next time, you're Dermat.